Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Let's Play Pokémon Heart Gold. Und zwar, in der letzten Folge haben wir zwei. Wo kriegen wir das Zusatzteil? Aha! Ne, da bin ich. Ah, Stärke, da können wir durch. Das ist ein Pokéball. Pokéball los! Steinpolitür! Felstunnel. Geht runter. Ich glaube, der Felstunnel ist nicht so lang. Level 10. Oh man! Mann! Pokémon sind ja auch relativ schwach. Oh man! Haben wir Blitz noch? Oh, wir haben keinen Blitz. Oh nein. Vier Top-Schutz haben wir noch. Also wir haben noch 1000 Schritte. Keine Pokémon. Thank you.
Mir fehlt den Ausgang nicht. Ja, nein, hier dürfen wir nicht lang. Verdammt. Nice. Route 10. Willkommen auf Route 10 beim Poké-Center. Nein. Was? Was? Nein. Hab keins. Bis einfach nach Azuria City. Okay. Wenn wir in Azuria City sind, dann können wir auch direkt schon mal die Arena machen. Wenn wir in Azuria City sind, können wir auch gleich bei Bills Haus vorbei. Bis denn bei Azuria liegt ja außerhalb von Azuria City. Gute 9, dann müssen wir hier lang. Oh, diese guten alten Steine aus Pokémon. Enteron. Wir machen mit dieser Folge auch nochmal vielleicht die Arena vom Misty. Willkommen aus Azuria City!
Team Rocket? Da hinten ist Arturo, da hinten gibt es da auch ein Mewtwo. Oh Mann, der einzige Team Rocket, man. Auslandskorrespondent oder was? Auslandsagent. Im Nachbarland. Kanto. Nachbarregion Kanto. Todesclan. Gibt's da? Nee. Er hätte Flügelschlag einsetzen können. Der Typ hat irgendwie... Lol. Jetzt ist gar nicht realisiert, dass Team Rocket nicht mehr gibt. Was ist das für ein Typ? Das muss man doch realisieren, dass Team Rocket nicht mehr ist. Oh, ich renne einfach um den Pudding. In dieser Folge will ich definitiv noch eine Arena schaffen und noch eine Arena schaffen. Und am besten will ich noch zwei Arenen schaffen. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Was? Ich weiß nicht, ob man direkt zum Kraftwerk fliegen kann später, aber ich hoffe es. Also ich muss mal einmal kurz gucken, ob man direkt zum Kraftwerk fliegen kann. Nein, ich glaube, Megane kann nicht fliegen. Nein, man kann nicht zum Kraftwerk. Oh Gott, nö. Dann rennen wir ganz schnell in den Poké-Center und holen uns ein paar... Oh, was paar Top-Schutz, ey. Nice, so. Top-Schutz. Holen wir jetzt mal so 20 Top-Schutz. 20 Top-Schutz reichen voll und ganz. Top-Schutz wurde verstaut. So. Ich hab Bock auf ein paar Meisterbälle, aber Meisterbälle haben wir nicht. Mann. Ich weiß, man Meisterbälle nicht selbst herstellen kann, für so geil so. Die Arena ist auch nicht. Ah, schade. Aber wir müssen in die Arena erstmal. Dann gehen wir nicht einfach nach Azuria. Gehen dann quasi. Irgendwo hat er sie versteckt. Aber wo hat er die versteckt? Frag ich mich.
Ah, wir haben die Spule gefunden. Also ich guck mal, ob er da später lang kann. Sieht eigentlich so aus. So, dann müssen wir ganz schnell zum Kraftwerk laufen wieder. Weil die Folge schon 16 Minuten lang und wir haben keine Arena geschafft, soll. Lol, wir können aber durchrennen. Nein, sag nicht, wir müssen da unten. Top Trank gefunden. Und da müssen wir jetzt hier hoch. Und da müssen wir gucken, ob wir da lang gehen. Ah, außerhalb der Range? Nice. Die müssen wir auch machen. Ah, ich will jetzt einfach die ganzen Arenen schaffen. Ein fürs Item haben. Lichtkanone, nice. Das ist eine Stahlattacke. Und wir sind zu weit gelaufen, nein. Beeilung, ich will die Spule abgeben. Ja, wir haben doch schon 10 Orden, wir brauchen nur 6 Orden. Wieso öffnet sich der Epic Games Launcher? Den habe ich doch gar nicht mehr auf dem Rechner übrigens. Der hat überlebt? Nein! Schon! So nice! Nice! Roblox! Wir change mal auf. Der Delta Pokal war ein bisschen. Nein, wir sind der Grand. Oh man, eigentlich hätte ich gerne beim nächsten Flugattack eingedrückt, so wollen wir fliegen. Baumwollsaat, die Initiative steigt, guck dich. Kettwende geht nicht, weil das dürfte treffen und das dürfte auch viel Schaden anrichten. Und Kettwende und wir kriegen Schaden, nicht viel. 12 Schaden, wir fliegen hoch. Baumwollsaat geht daneben, nice. Und was? Weg, Junge! So, na, dann geht's hier runter. Wir müssen ganz schnell zum Kraftwerk. Ich find's cool, dass man in späteren Generationen, ich glaube, das haben den Omega Rubin Alpha Saphir eingeführt, wenn man auch, wenn man quasi mit Fliegen auf jeden Fall. Lol, unser Pokémon auf dem, wir sind sogar. Jetzt schnell ab in die jetzt Kraftwerk. Bruder küsst dein Auge, was? Und es läuft, aber ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Boah. Ich hab das Stunden nicht mehr getrunken. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte zu Tauboga. Tauboga, schnell. Tauboga, geht's einmal schnell. Alter, was geht denn da schon wieder ab?
Alter, was geht denn da schon wieder ab? Versuchen wir nur mal in Ruhe Video aufzunehmen, aber nö. Nice. Weiß ich glaube, einen Poketurm gehen wir auch irgendwann mal rein, weil den kennt doch schon jeder. Oder was ist der Poketurm überhaupt? Gibt es überhaupt noch den Trauerturm? Ich glaube, das war hier mal der Poketurm. Weil den gibt es ja gar nicht mehr, fällt mir auf. Stimmt, den haben, den, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell runter nach, einfach tauschen schnell aus hier, die Pokémon. Dann gehen wir ganz schnell runter nach, Dicta Höhle. Weil es dürfte auch zum Dicta ran. So, Orania City. Relaxo. Relaxo brauche ich nicht. Aber wir haben die Pokéflöten noch nicht. Nice. Die Musik erkennt ihr noch, oder? Okay. Pokéflöte haben wir hier noch nicht, weil es ja mittlerweile Radiosender, den musst du nicht mal finden. Das ist auch cool gemacht, weil früher musst du ja erst noch finden, ich weiß gar nicht mehr, wo es die gab. Ich glaube, ich habe damals sogar bis zu Relaxo gespielt gehabt. So, dann gehen wir erstmal in die Arena von Azuria City eben. Dazu. Machen wir doch, Megania. Galos kann es auf zwei helfen, weil Pyro ist ja Feuer. Oh nein. Oh nein, wir kommen am besten hin. Ich will müssen erstmal nach. Oh nein, wir kommen da auch noch nicht in die Arena. Wir müssen erstmal hier rüber nach Prismania City. Das ist ja auch noch eine Arena. Dann müssen wir schnell rüber nach Prismania. Die Musik nehmen wir. Oh mein Gott. Ihr erkennt, welche Musik das ist, oder? Falsch, falsch. Die Musik passt besser zur Stadt. Da ist die Arena, wie kommen wir dahin? Nee, man muss nicht surfen, man braucht Zerschneider dafür. Oh, die Musik, ey Leute. Das ist auch cooles Easter Egg mit der Musik. Oh, geil wäre, wenn die mal für ein Pokémon-Spiel alle Songs, also jedes einzige Lied, was sie verwendet haben, einfach mal quasi rausbringen, so, also in dieses Spiel mit einbauen. In der Originalversion noch. Okay, bis auf Lavandia. Ich glaube, Lavandia in der Originalversion wäre jetzt noch nicht ganz so toll, aber... Das ist eine Pflanzenarena.
Und da müssen wir zu Ho-Oh wechseln. Ho-Oh, 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 Ho-Oh. Was? Oh nö, oder? Ja, wir kommen durch. Der ist ein Blumenkasten. Nein. Doch. Oh, die Kampfmusik aber so geil. Picknicker. Oh, die Musik ist so geil. Ich liebe die Musik so einfach. Generell Pokémon-Musik so geil. Feuer hält nicht durch. Nein! Ah, ein Parasect. Nach der Arena werden wir auch direkt zum Pyro rüber surfen. Weil nach dem Nachhinein rüber zu. Wie eine Fliebes. Nice, kriegen wir auch noch hin. Du willst, wenn wir das zweite Mal die Pokémon-Liga machen, holen wir doch wieder ein Pokémon in der Kampfattacke. Auf jeden Fall. Lucario wäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was wir für ein Kampf-Pokémon hier holen. Ich bin nämlich nicht so der Fan von. Es gab ein Kampf-Pokémon, das ich wirklich regelmäßig, was ich in zwei Spielen eingesetzt habe. Nice. Erika. Nice. Oh geil. Kanto-Movie. Bobo ist dran und ich glaube noch, das ist eine Pflanze Elektro. Meine ich. Danke. Danke. Danke dafür. Danke dafür. Oh, Tangela. Oh man, diese Musik ist einfach zu geil. Wie eine Fliebes. Nee, nee, Sparzenia. Sarzenia, Entschuldigung. Die Endentwicklung von Wie eine Fliebes. Oh, die Musik ist einfach zu geil. Fluella. Das ist Duella nochmal. Und wir haben einen weiteren Orden.
Kickersauger bringt nicht viel. Verdacht bringt viel. Nice, Level 7. Wir sind Level 61 und Folge 47. Folge ist das. Wir haben weiteren Orden. Farm. Also Farmorden. Das war jetzt Pflanze. Oh, wir haben Gigasauger, nice. Arenen vor uns, Leute. Fünf. Hier ist eine, glaube ich. Da ist, glaube ich, blau. Die Vertania City ist blau. Rocco, Misty, Pyro. Arenen sind nämlich grau gekennzeichnet. 1, 2. Nee. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir von hier aus dahin kommen. Weil wir müssen den Umweg über Dings machen. Oh, die Lavandia-Musik. Einmal gehen wir ins Poké-Center. Bam, bam, bam. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich über den Werbung freuen. Danke fürs Zusehen, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, damit ihr automatisch benachrichtigt. Oder checkt die Playlist ab. Bis dahin, Leute. Ciao.